Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es Live-Musik ist keine Lösung von Alligator. Zur Himmelfahrtskommando-Tour. Ist das nicht der helle Wahnsinn? Ich weiß, es ist jetzt schon Mittwoch und die Box kam am Montag, aber die lag zwei Tage bei meiner Nachbarin und die hat einfach nicht reagiert, als ich geklingelt habe. Danke, danke für nichts. Naja, was soll's, jetzt habe ich die Box und mit einer kleinen Verspätung wird sie ausgepackt. Heute ist ausnahmsweise der Link zum ersten Mal nicht in der Beschreibung, aber der Link zur Box und zum MP3-Download etc., da könnt ihr sie kaufen. 32,99 Euro kostet sie in dieser Sekunde bei Amazon. Und ja, mal sehen, was wir dafür bekommen. Ist jetzt kein klassisches Album. Wir werden ja gleich sehen, was es hier drinnen für euch gibt. Und ja, ich habe übrigens einen neuen Hintergrund, ja, das ist aber nur zeitweise, bis ich ein Sofa besitze, denn ich habe noch keins, das muss ich mir noch anschaffen und dann gibt es wieder Unboxings, ja, mit besserem Hintergrund, hier habe ich nämlich nicht so viel Platz, aber das wird dieses Jahr wohl nichts mehr. Das ist die Box, die platzt schon fast auf, so prall ist sie gefüllt. Gut, das Hundespielzeug einzusetzen. Live-Musik ist keine Lösung, Alligator. Himmelfahrtskommando-Tour, oh mein Gott. FSK ab 12 reingegeben, also wir haben hier auf jeden Fall eine DVD, das wissen wir ja aber schon wahrscheinlich. Der Aufkleber hier ist entfernbar, den lasse ich aber mal drauf. Der überdeckt etwas, finde ich aber gut, dass er einfach abzumachen ist. Und was sehen wir hier auf dem Cover? Ein paar Tourposter und hier Mama, du kannst mich abholen. Dein Bettlerhut hier schläft ein Obdachloser sozusagen in so ein Poster gehüllt als Decke am Boden. Ja, interessant, mal was anderes. Trailer Park Logo unten, Himmelfahrtskommando Tour rechts, oben Alligator Logo und links nochmal Live-Musik ist keine Lösung. Ein Barcode, also wie gesagt, wie ich immer oft anmerke, falls ihr im Internet keine mehr zum normalen Preis findet, geht mal zum Mediamarkt oder Saturn. Die haben meistens immer noch welche da. Die Mitwirkenden und so weiter. Schöne Box. Künstlerisch wie immer. Angenehm gestaltet bei Alligator. Der Mann ist mir übrigens sehr sympathisch. Als Musiker und als Mensch. Aber ich sehe eher nicht so meine Art von Rap, die ich jetzt persönlich höre. So viel dazu. Die Box ist zur Seite aufzuklappen. Ist jetzt eigentlich die meiner Meinung nach immer schlechteste Form der Box an sich, weil das halt nur ein Stück Pappe ist, was man aufklappt. Aber naja, trotzdem ist es halt eine Box und wir bekommen 3 Platten und ein Shirt. Das ist noch ziemlich schwer, ist hier noch was? Nee. Okay, ja. Achso, die Box geht schon ganz allein auf. Jetzt hält sie. Okay, wir fangen heute mal ganz unkonventionell mit dem T-Shirt an. So, ich sage immer wir, eigentlich bin es ja nur ich. Was soll's? Das ist. Oh, interessant. Oh! Das riecht ja überhaupt nicht nach Chemie, also das ist geil. Mal eine sehr positive Reaktion auf das T-Shirt. Der Stoff ist auch richtig gut. Das ist nice. Es ist von BEC oder nee, B&C oder BNC Exact 190 Collection Größe L. 100% Baumwolle, ja. Und made in Belgium, nee, das ist die Firma. Made in Bangladesch, na gut, okay. Aber die Qualität hier ist sehr gut. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Die ist bei den meisten anderen T-Shirts nicht so. Stoff ist jetzt nicht wirklich sehr dick. Man kann auf jeden Fall durchsehen. Aber die Qualität der Nähte und der Stoff fässt sich auch sehr weich an. Also das ist wirklich gut. Gefällt mir auf jeden Fall. Größe L ist auch immer nicht schlecht. Und das hier ist das Logo sozusagen, also der Aufdruck. Ich kenne Alligator schon seit der Renaissance. Okay, das ist, ja, das ist, das passt, sage ich jetzt mal so. Druck ist auch gut,
Orange und Weiß auf Schwarz. Das ist eigentlich eher so das T-Shirt-Design, was man auf jeden Fall anziehen kann. Gefällt mir, ist relativ zeitlos und schlicht gehalten, aber künstlerisch auf jeden Fall schön gemacht als T-Shirt. So, dann haben wir als nächstes das hier, 10 Jahre Alligator. So, packen wir erstmal die ganzen Folien hier aus. Meine Güte. Das ganze Erdöl, es ist nicht zu fassen. So, neue Musik kann man hier prinzipiell nicht erwarten. Im Prinzip ist das ein Album wirklich für Fans. Also, nee, Album nie. Ist es eine Box wirklich für Fans, die ihn halt live sehen und hören wollen. Sozusagen nochmal eine extra Box. Braucht mal was anderes. Hier haben wir 10 Jahre Alligator. 2010 Kunstpause, 2009 Kunstpause, 2007 Schlaftabletten, Rotwein 2, 2008 in Gottes Namen, Crack Street Boys 2, Triebwerke, Musik ist keine Lösung. Das ist auch interessant gemacht, schönes Bild. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber hier aufgeschnitten wie ein Baum die Jahresringe. Sowas gefällt mir halt. Dann hier in Gottes Namen und so die alten Artworks. 20 Songs, das würde ich jetzt mal. Ist das ein Best-of, oder? Das ist ein Best-of-Album. Das finde ich cool. Aus den ganzen Alben mal hier was rausgenommen: 20 Lieder. Mit Timi Hendrix, Lady Gaga Remix und so weiter. Sollte man ja auf jeden Fall kennen, wenn man Alligator gerne hört. Sehr schön. Cool gemacht. Ja, vielleicht sogar selber mal reinhören, also so das Best-of-Album. Das ist eins, was ich mir dann wirklich mal persönlich selbst mit in den CD-Player legen würde. Live-Musik ist keine Lösung. Die Haupt-CD des Albums. Und zwar haben wir hier ein ganzes Konzert, wenn ich mich nicht irre. Steinigt mich nicht. Aber ich denke mal, ja. Das Live-Aufnahmen. Und dann noch die Tour. Fotos im Booklet. Mhm. Die Halle ist durchaus beachtlich gefüllt, nicht schlecht. Aber nach den Hits in der letzten Zeit, also in den letzten Jahren, ist das ja auch so zu erwarten. Das Himmelfahrtskommando waren, das lese ich jetzt nicht alles vor, aber nicht schlecht. Da gibt brutale Credits, der gute Mann. Und dann haben wir hier zwei Platten, wie es aussieht, ja. Einmal die CD mit der Mucke. Und die zweite CD mit der Mucke, ja stimmt, das passte ja nicht alles auf eine, deswegen haben sie hier zwei gemacht. Dann haben wir hier noch ein Bild eines Konzerts, das auf jeden Fall besuchenswert aussieht, wenn man das hier so betrachtet. 23 Songs, wie gesagt. Und hier haben wir die DVD. Für so eine DVD gibt man ja auch meistens ziemlich viel Geld aus, also Musik-DVDs von anderen Künstlern, vor allem internationalen Künstlern sind meistens ziemlich teure Kosten. Alleine so nur das Ding zwischen 20, 30 Euro finde ich immer viel Geld. Und ja, wir kommen dann noch zum Fazit, aber das sieht ja schon mal wirklich gut aus hier. Live-Musik ist keine Lösung. FSK 12. Das ist sozusagen das ganze Konzert auf DVD. Ja, dazu gibt es nicht mehr viel zu sagen. Mehr ist hier nicht drin. Alligator Live. Schön, also ja, kann man sich bestimmt mal reinziehen. Kann ich euch jetzt aber nicht vorspielen aus Datenschutzgründen, nicht Datenschutz hier, urheberrechtlichen Gründen. Ihr wisst ja, wie es ist in dieser Welt. Nun, geil. Das ist die Box. Keine klassische, ist ja auch sozusagen eine Live-Album-Box, oder wie man es jetzt nennt, mit Best-of drin. Und ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass für 32,99 man hier was richtig Geiles geliefert bekommt als Fan. Es ist ein T-Shirt dabei, in wirklich guter Qualität, deswegen werde ich dieses T-Shirt auch als wirklich sinnvollen und guten Boxinhalt, aufgrund dieser Tatsache. Box halt, DVD, Best-of-Album und nochmal die Live-Musik-DVD. Finde ich wirklich gut, auf jeden Fall sein Geld wert. Dazu kann man nicht viel sagen. Sorry, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen müde war, aber es ist 4:04 Uhr. Gute Nacht
Und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder in einem meiner neuen Videos. Euer Max Herzberg.